Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und nun wollen wir mal herausfinden, wer das hier ist. Ich bin ein Grone. Wir sind Steinfresser und leben auf dem Todesberg. Steinfresser? Das ist aber nicht gut für die Zähne, Freundchen. Siehst du den riesigen Fels dort drüben? Ja, den haben wir uns schon mal angesehen. Er versperrt den Eingang zu Dodongos Höhle. Die Höhle ist für uns Goron sehr wichtig, denn dort lagert unsere Nahrung. Oh, okay. Vor kurzem sind einige Dodongos in der Höhle aufgetaucht. Seither war die Höhle für uns ein äußerst gefährlicher Ort. Ah. Über den Eingang der Höhle sah ich einen Gerudo in schwarzer Rüstung. Der aus unseren Träumen oder was? Der den Fels mit magischer Kraft vor den Eingang platzierte. Na super. Wenn du schon hier bist, solltest du auch Goronia besuchen. Die Stadt liegt weiter oben auf dem Berg. Es ist gar nicht mehr weit bis dorthin. Okay, vielen Dank für diese Auskunft, Herr Gorone. Dessen Name nicht gesagt wurde. Egal. Okay, was erwartet uns hinter dieser Ecke? Noch einer! Hallöchen! Man sagt, dass auf dem Gipfel des Todesbergs eine wunderschöne Fee liegt. Oha! Wirst du sie besuchen? Wer weiß, wer weiß! Fahrt zum Todesberg. Okay. Das sieht vielversprechend aus, nur die Steine kriegen wir so schnell nicht weg. Was steht denn da drauf? Wir lesen. Dankeschön. Todeskrater. Achtung, Steinhagel. Oh, Steinhagel. Hört sich nicht so gut an. Oh, da rollt hier einer runter. Hallo. Hallo? Das muss wehgetan haben. Hi. Sag mal, bist du in Ordnung? Ich wünschte, ich könnte den Eingang zu Dodongos Höhle rechtzeitig mit einer Donnerblume erreichen. Und BUMS! Wäre der Höhleneingang wieder frei und ich ein gefeierter Held. Okay, dann übernimm doch die Rolle des Helden und mache das doch. Was steht hier? Der Pfad führt zum Gipfel des Berges. Dort liegt Goronia, die Stadt der Goronen. Oh, eine ganze Stadt von denen. Boing, ist cool. Da können wir auch irgendwann mal rein. Oh, ich bin ein Motorrad hier in Hamburg. Ich muss Lärm machen. Ja. Bringt nichts. Oh, Money. Oh, es wird schon wieder dunkel. Und noch mehr Money. Okay, ich glaube, in all diesen Steinen wird nur Money sein. Lesen. Goronia, Stadt der Goron. Oh, wir sind schon da. Perfekt. Oh. Goronia. Ja. Hallo! Oh, noch mehr Goron. Ist ja geil. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so tragisch. In der Höhle lagern die besten und köstlichsten Steinvorräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun auf diesen Genuss verzichten. Ja, ich kann nicht mehr lesen, wie immer. Dabei sind wir Goron-Feinschmecker, die sich nur schwerlich an andere Nahrung gewöhnen können. Ach, wie gern würde ich jetzt ein Stück Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen. Steinfilet? Wow! Was ist das denn für ein Riese? Alter Fülle! Das ist mal ein Brocken. Wow.
Bloß nicht runterfallen. Was ist das hier? Sieht aus, als hätte hier jemand etwas weggenommen. Oha. Ein D lauert hier also auch noch unter uns. Hey! Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät. Er ist fort. Roter Stein. Unsere Mission besteht darin, diesen roten Stein eigentlich ja noch für Zelda zu finden. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich herführte? Du suchst einen heiligen Stein. Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stückchen davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Vielleicht hat ihn Darunia weggenommen. Darunia? Er sagt, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinen Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf dem Boten der Königsfamilie warten. Oh, man erwartet uns schon bereits. Wo haust er denn? Oha, ach verdammt. Darunia hat sich in seinen Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf dem Boten der Königsfamilie warten. Okay. Warte, da steht noch was auf dem Boden. Du stehst auf einem weichen Teppich, den nur Darunias Gäste betreten dürfen. Okay. Jetzt? Hallo! Ich bin da! Hier! Es sieht nicht so aus, als würdest du diesen Gegenstand hier brauchen. Okay, können wir ihn vielleicht vorzeigen? Es sieht nicht so aus, als würdest du den Gegenstand hier gebrauchen. Toll. Jetzt? Oh! Okay. Wie wär's mit Zeldas Wiegenlied? Ist ja immerhin ein königliches Lied. Da, 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 da. Oh! Dann wollen wir mal eintreten. Oh, eintreten. Hallöchen. Oh, du hast ja aber schöne Sachen. Ha. Her damit. Ist es okay für dich, wenn ich hier ein bisschen deine Bude aufräume? Ach, nur Stöckchen. Tut mir leid, würdest du dafür mal bezahlen, dass ich hier deine Bude aufgeräumt habe? Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hey, lass mich in Ruhe. Ich bin 10 Jahre alt oder wie alt war er nochmal? Hat Darunia, der Führer der Krone, wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in der Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goron. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Okay, chill mal, hier. Oh. Achso, ich soll ihnen anscheinend wohl irgendwas vorspielen. Hier, guck mal. Man hat mich geschickt. Es sieht nicht so aus, als würdest du das hier brauchen. Na? Na? Sprichst du darauf jetzt an? Huch. Der Anfang der Melodie, das war doch von Salia, oder? Ha, ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb, etwas Natürliches, Grünes, aus dem Wald. Salias Lied, sag ich doch. Das ist meine Art von Musik. Okay, keine Sorge, hab ich auch drauf. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen, um Salia zu treffen. Da, 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 da. Oh, was geschieht jetzt?
Hörst du sie, hörst du sie? Du spielst unser Lied voller Harmonie, frohe Melodie. Komm und spiel, spiel mit mir, tobe durch den Wald, dein der Dekubaum, er ruft uns weit. Kreuz und quer durch den Wald hin und her, spielen, fangen, verstecken und mehr. Oh wow, komm, jetzt hab ich den, meinen Einsatz verpasst, das Groove. Yeah, yeah, yeah! Ein heißer Beat! Groovy! Let's Dance! Ja, willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier jetzt in Let's Dance, The Legend of Zelda, Ocarina of Time mit Darunia den Goronen. Yeah, yahoo! Ba da ba, 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 ba da ba. Komm, bleib stehen. Tobe, renne, singe, springe, stolper, lache, falle. Ich kann nicht sehen. Bam 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 bam. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist wie verflogen. Ich konnte mich nicht mehr erhalten. Ich musste einfach drauf lostanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers? Auch als Goronen-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du mein Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Okay, wie denn? Muss ich gegen dich wresteln? Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Okay, das geht auch in Ordnung. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Oh ja, das klingt gut. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen. Ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Vielen Dank. Das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit A auf. Das wollen wir, nein, ich wollte gehen eigentlich. Oder möchtest du nochmal mein Lied hören? Nee, ist schon in Ordnung. Wir gehen jetzt mal. Ich kann ja kurz mal was machen. Und zwar, dass sie einmal auf rechts hier nehmen. Das würden wir wahrscheinlich auch noch vielleicht brauchen. Ah, das brauchen wir sogar jetzt. Na, super. Wer ist da? Ja. Jetzt aber schnell. Er hat ja seine Töpfe wieder. Die habe ich ihn doch eben abgefackelt. Zerschlagen. Ja, abgefackelt. Nur weil ich jetzt eine Fackel nicht schlage. So. 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 Ich muss mich nicht drehen. Oh, ist mir schlecht. Ist mir schlecht. Ups. Ein Fehler. Das wird jetzt weiterbrennen. Nee, komm, mach mir mal was Neues. Wenn ich jetzt nochmal genau wüsste, wo es nochmal lang ging. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, hier. Gut. Und nun wissen wir ja, wo es hier entlang geht, ne? Ihr hört ja schon die Melodie hier wieder. Es geht zurück in die verlorenen Wälder. Den Part überspringen wir jetzt aber erstmal, weil wir haben ja jetzt besseres zu tun, als uns um die verlorenen Wälder zu kümmern. Ja, ich wollte jetzt eigentlich hier, wenn er dazu tanzt, ordentlich singen, aber dann wollte ich seinen Text mitlesen und dann habe ich meinen Einsatz verpasst. Genauso wie ich wahrscheinlich den Einsatz verpasse. Ja, scheiße, ey. Nein, nein! Hau ab! Oh, das war knapp. Was? Oh, scheiße, Mann. Ich dachte, das hat mir gerade gemacht. Ha!
Na geht doch. Dann wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir hier einen Coronenladen. Oh, tatsächlich, da steht es sogar. Also auf jeden Fall können wir hier ein paar Sachen kaufen, wie rotes Elixier und Bomben. Nur leider können wir ja noch keine Bomben mit uns nehmen, weil uns dafür noch etwas Entscheidendes fehlt. Oh, hallo. Nanu? Nur selten verirren sich Leute hierher. Woher kommst du? Aus dem Wald? Was ist das? Wald. Was? Dort wachsen Bäume und Pflanzen? Das verwirrt mich. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben hier auch weder Deko-Kerne noch Deko-Nüsse. Ah, das ist aber schade. Und selbst Deko-Stäbe findet man hier höchst selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen, so drücke A, bevor er ganz abgebrannt ist. Apropos, ich habe hier irgendwo einen Deko-Stab versteckt. Oh, das würde uns wahrscheinlich sehr helfen, wenn wir mehr Deko-Stäbe tragen können. Aber leider haben wir schon die maximale Anzahl. So, ich muss mal jetzt ein bisschen hier gucken. So bitte. Und ich möchte gerne mehr sehen können. Ja, wahrscheinlich schon wieder schlecht getimed. Ja. Ja, wir lassen ihn noch mal eine Runde drehen. So, nehmen sie jetzt schon mal. Ja, das könnte gut aussehen. Werf ab! Getroffen. Kommt darauf an, was wir jetzt davon bekommen. Komm schon, ich weiß, dass du es willst. Oh, leider Pech gehabt. So, nächster Versuch, wir haben ja Zeit. Ja. Es heilt uns ja nichts. So. Ich glaube, das war schlecht gezeigt, ja. Sehr schlecht gezeigt. Weg damit! Okay, das wird wahrscheinlich den Rest des Parts an Zeit beanspruchen. Das heißt, wir können mit der Story leider noch nicht weitermachen, weil ich jetzt schon wieder am Zeitquesten bin. Also, naja, ist nicht so unbedingt eine Zeitquest, aber da ist halt etwas, was ich haben will. Deswegen ich das hier mache. Ja, ich glaube, das war wieder schlecht getan. Das war zu spät. Ja, viel zu spät. So. Oh Mann, das kann ich sehen. Und, wie war das getimed? Könnte gut aussehen. Nee, das war zu früh. Ich kann auch mit der Gamepad-Steuerung der View nicht ordentlich hier spielen. Seht ihr? Ich will da rüber gucken. Okay, er verschwindet gerade. Jetzt nehmen wir die Bombe. Lauf. Und schmeiß. Oh, noch nicht runterspringen! Ah! Ich kann doch nicht angehen. Ja, das wird wohl ein bisschen länger als der normale Part dauern. Gut, ich überziehe ja meine Parts ja sonst auch immer, weil ich immer so lange brauche, um einen perfekten Abschluss zu finden. Nee, zu früh ist ich jetzt schon. Zu spät. Ah, zu spät. Warte noch mal ein Weilchen. So, wir sehen ihn nicht mehr. Heißt, jetzt ist zu spät. Lass dich jetzt schon kommen. Spät. Und auch nicht. Hat geklappt. Dann bekommen wir nun das, was ich will. Komm schon. Ja! Bam, Digga! Dann, oder so. Ein Herzteil! Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich auf ein fünftes Herz. Das ist doch mal super nice. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle beenden wir erstmal den Part. Also Leute,
Tschüss und bis zum nächsten Mal.